Jo, meine lieben Freunde, damit willkommen zurück zu einem neuen One Piece World Seeker Video. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Nach langer Zeit gibt es auf jeden Fall das lange ersehnte Meinungsvideo, beziehungsweise auch ein bisschen Newsvideo, denn in den letzten Monaten sind wieder ein paar Informationen rausgekommen. Und ich habe jetzt einfach mal gewartet, bis man das Ganze sammeln konnte. Und es gab auch schon ein Interview mit dem Game Producer zu World Seeker. Und die ganzen Themen werde ich in dem heutigen Video ansprechen. Und meine eigene Meinung zu den Screenshots, die in der letzten Zeit rausgekommen waren, und auch zu dem ersten richtigen Gameplay wird es natürlich auch noch geben. Übrigens kann man jetzt auch schon One Piece World Seeker bei Amazon vorbestellen, Freunde. Den Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Spiel über unseren Amazon-Link kauft, würdet ihr uns unterstützen, ohne dass ihr mehr zahlen würdet. Aber wie gesagt, ist eine freiwillige Sache. Auf jeden Fall sollt ihr wissen, dass man das Spiel jetzt vorbestellen kann. Bei Amazon ist der Release auch schon bekannt, aber dort ist es eher so ein Platzhalter, da wurde der auf den 31. Dezember gesetzt. Das machen die bei den meisten Spielen so, also ist der Release noch nicht sicher, aber es gibt auch schon die ersten Anzeichen, dass das Spiel so gegen Dezember oder November released werden soll. Also gegen Ende des Jahres, was meiner Meinung nach auch ein bisschen plausibel ist, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen. Und dementsprechend, wie gesagt, Freunde, falls ein genauer Release kommen sollte, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit den anderen Informationen. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass wir direkt mal loslegen mit der heftigsten Info, die die meisten, denke ich, schockiert haben. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Freunde, dann macht euch jetzt auf was gefasst. Und zwar wird Ruffy der einzig spielbare Charakter sein in One Piece World Seeker. Für viele war das jetzt so ein Dämpfer des Hypes, also viele haben das gar nicht angesehen und dachten sich so, yo, hä, Ruffy wird der einzig spielbare Charakter sein, WTF, hä? In jedem One Piece Spiel gab es mindestens die Strohhüte oder halt auch ziemlich viele Charaktere eigentlich. Minimum immer 20, 30 Stück und jetzt ist es nur noch Ruffy. Und ich kann auf jeden Fall die Leute verstehen, ich kann euch verstehen. Mir ging es am Anfang auch so, wo ich die Info zuallererst mitbekommen habe. Aber im Nachhinein, Freunde, überlegt, wenn man mal schaut, was für ein Spiel One Piece World Seeker ist und worauf das hinausläuft, Freunde. Also ihr könnt es ja, wie gesagt, wir wissen ja, dass es ein Open-World-Spiel wird. Und die meinten auch in dem Interview, dass sie sich wirklich nur auf Ruffy fokussiert haben, sprich, seine Bewegungen sehen auch ziemlich flüssig aus. Das hat man alles in dem Trailer gesehen und auch in dem Gameplay. Also dadurch, dass sie sich, wie gesagt, nur auf einen Charakter konzentriert haben, war es ja auch nicht schwer, den dann so anzupassen, dass man wirklich überall weiterkommt, dass man halt schnell von A nach B kommt. Und das haben die da echt gut angepasst, keine Frage, Freunde. Und ja, es ist halt kein Beat-em-up-Spiel, so wie wir das allgemein oder generell gewöhnt sind von den Anime-Titeln. Am meisten sind es solche Beat-em-up-Titeln, weil es sich halt von dem Anime so anbietet, sei es jetzt bei One Piece, Dragon Ball oder Naruto oder so. Aber World Seeker ist ja wie gesagt was komplett anderes. Nichtsdestotrotz wird es natürlich auch weitere Charaktere geben, auch Story-Charaktere, auch die Strohhüte in dem Spiel. Wahrscheinlich wird man mit denen irgendwie im Team arbeiten können, aber es ist halt jetzt noch nicht bekannt oder beziehungsweise wird man die anderen Charaktere nicht spielen können. Was wie gesagt an dieser Stelle schade ist, ich verstehe, dass sie sich nur auf Ruffy konzentriert haben wollen und keine Ahnung, ich kann jetzt mal ein Beispiel sowas wie Dark Souls oder sowas nennen, irgendwelche anderen Open-World-Spiele. Da hat man ja auch immer nur einen Charakter und mit dem beschreitet man das ganze Abenteuer, so ist es hier mit Ruffy. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass man sich wenigstens vielleicht auf die Strohhüte hätte fokussieren können, weil ich hätte vor allem mega Spaß gehabt, dieses Open-World-Feeling mit den kompletten Strohhüten zu erleben, dass ich auch mit denen spielen kann. Oder auch mit Sanji zum Beispiel, Freunde, es wäre so perfekt gewesen, dass man sich nicht nur mit Ruffy, also mit der Gum-Gum-Rakete oder Pistole oder weiß was ich, oder mit dem UFO, dass man sich nicht nur damit fortbewegen könnte, zum Beispiel auch mit Sanji, mit dem Skywalk, oder wenn man dann für irgendwelche Quests Holz braucht, nimmt man Zorro und säbelt da kurz einen halben Wald ab und ja, das wäre, finde ich, ziemlich lustig gewesen, hätte ich gefeiert und ich denke einige andere auch, aber nun ist es einfach mal auf Ruffy beschränkt worden. Nichtsdestotrotz, Freunde, gebe ich dem Spiel, wie gesagt, dennoch eine Chance und schaue mir das Ganze an. Bin echt schon mega gespannt, das Ganze austesten zu können. Aber Freunde, das war jetzt die eine Info mit Ruffy als einzigen spielbaren Charakter. Als nächstes hätten wir eine weitere Info aus dem Interview, die meiner Meinung nach ziemlich interessant ist. Und zwar geht es um die Insel. Wir wissen ja, dass es ein Open-World-Game sein wird, also wird man sich auf der Insel bewegen können. Anfangs war es noch nicht sicher, wie groß die sein wird oder wie viele Inseln man bestreiten werden wird. Und dazu gab es auch eine Frage in dem Interview, die auch geklärt worden ist. Und zwar war die Frage, wie groß die Insel ungefähr ist. Natürlich kann er jetzt nicht detailgetreu sagen, wie groß die ist, aber er meinte, oder es wurde bekannt gegeben, dass es nur eine Insel geben wird und dass die eben nicht auf die Größe Wert legen, sondern auf die Details, also auf die Quantität. Also er hat auch gemeint, die wollten das jetzt nicht so machen, dass sie eine riesen Insel haben,
wo man dann erstmal durch 50 gleich aussehende Wälder rennen muss, sondern hat man wahrscheinlich 2, 3 Wälder, durch die man rennt, die aber halt, wie gesagt, je nachdem anders aussehen und andere Eigenschaften oder sonstige Sachen aufweisen können. Und was ich an dieser Stelle ein bisschen schade finde, mir geht es gar nicht um die Größe der Insel, sondern ich hätte mir halt gewünscht, dass man vielleicht zu mehreren Inseln hätte kommen können. Sprich, hätte ich gedacht, weil man auf den Screenshots auch sehr viele Schiffe gesehen hat, dass man eventuell auch mit den Schiffen segeln hätte können. Dass man sich vielleicht auch so ein eigenes Schiff bauen könnte oder sowas mit so einem Crafting-System. Ich weiß es nicht, Freunde, aber es wäre auch ziemlich cool gewesen und dann hätte man halt einfach sein eigenes Schiff bauen können und dann einfach zu anderen Inseln, anderen Orten hinsegeln können. Vielleicht wird man sich außerhalb um die eine Insel bewegen können. Also wenn man da vielleicht rumsegeln könnte, würde ich auch schon feiern. Aber ich würde es natürlich noch besser finden, wenn man halt mehrere Inseln hätte, mehrere Orte, zu denen man kommen könnte. Aber wie gesagt, Freunde, eine Insel, die schon groß ist, Freunde, keine Frage, die auch groß aussieht. Aber sie meinten auch, wie gesagt, dass sie halt auf diese Kleinigkeiten, auf die Details auf jeden Fall ziemlich viel Wert gelegt haben und nicht auf die Unmengen an Riesenland, was man erforschen kann. Das waren jetzt meiner Meinung nach auch die wichtigsten Infos zu dem Interview, die man jetzt da rausbekommen hat. Wurde auch noch ein bisschen über den VR-Titel von One Piece gesprochen, aber ich habe dazu, denke ich, genug ausgiebig in vergangenen Videos gesprochen und dieses Jahr wird es halt, wie gesagt, noch erscheinen, da bin ich auch schon gespannt drauf. Was aber auch noch interessant sein könnte zu Worldseeker, Freunde, ist, dass es auch noch einen Post gab oder die Information von einem Leak, also von einem Reddit-User, Freunde. Ihr wisst ja Bescheid, so Leaks, das habe ich auch bei den Dragon Ball Videos gesagt, da würde ich auf jeden Fall immer vorsichtig sein. Es kann was Wahres dran sein, aber es muss nicht immer stimmen. Deshalb sind es auch immer Leaks und da wurde eben die Info rausgehauen, dass es zu Worldseeker angeblich, also dass es halt Charaktere bzw. auch Kleidung aus anderen Anime oder anderen Spieluniversen geben wird, die als DLCs hinzukommen werden. Was sich an und für sich auf jeden Fall mega interessant anhört, hier werden auf jeden Fall Marken wie Dragon Ball, Naruto, Tekken, My Hero Academia und sogar Final Fantasy angesprochen. Hört sich auf jeden Fall mega interessant an, Freunde, was halt auch mega nice wäre, wenn es halt nicht nur Kostüme wären, sondern wenn man vielleicht sogar als DLC mit Goku oder mit Naruto oder so in dieser Open World spielen könnte. Also dann hätte man so Ruffy aus dem One Piece Universum, aber aus so anderen Anime Universen dann immer jeweils auch einen Charakter, wahrscheinlich dann immer den Hauptprotagonisten und mit dem könnte man auch dieses Open World Feeling spielen und das würde ich mal mega feiern. Wie krass wäre das denn, irgendwie in dieser Welt mit Goku, Naruto, Midori oder sowas spielen zu können? Also wäre mega krass, Freunde. Aber ich glaube, es bleibt wahrscheinlich nur bei den Outfits. So, Freunde, im Endeffekt waren das dann auch alle Sachen, die ich ansprechen wollte zu One Piece Worldseeker. Ich will ehrlich gesagt auch nicht so viel darauf eingehen, vor allem nicht auf das Gameplay und auf die Screenshots, weil ich halt mich nicht so hardcore spoilern lassen will und ich halt auch das Ganze in dem Spiel erleben möchte. Weil ich habe auch vor, dieses Spiel auf dem Kanal zu bringen, keine Frage, ich werde es wahrscheinlich auch Let's Playen, weil bei dem Spiel bietet sich, glaube ich, das Let's Playen am meisten an. Vielleicht wird es aber auch Streams geben, wo ich das Ganze dann zocken werde. Da schaue ich auf jeden Fall mal, worauf ihr so Bock habt, aber das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, da lohnt sich zu Let's Playen und ich bin zwar kein Let's Player, Freunde, wir machen ja keine wirklichen Let's Plays, aber bei so einem Titel würde sich das auf jeden Fall anbieten. Falls ihr auf sowas Bock habt, wäre es auf jeden Fall nice, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könntet oder einen Kommentar da lassen könntet, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, eure Meinung zu dem Spiel könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Werdet ihr euch das Game holen oder seid ihr noch unsicher und wartet noch ein bisschen, könnt ihr auch alles gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das auf jeden Fall von mir und auch von diesem Video. Als nächstes wäre noch ein Video zu The Seven Deadly Sins in Planung, weil das Spiel habe ich jetzt auch schon durchgezockt und wird da vielleicht so ein Meinungsvideo machen und bald erscheint auch das neue Attack on Titan. Dazu wird es vielleicht auch noch ein paar Videos geben auf dem Kanal und ja, Freunde, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr ein Feedback da lassen könntet. Ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.